eine Frauenarztpraxis in Berlin. Viele Patientinnen, viel zu wenig Zeit. Es wäre so schön, wenn ich der Patientin auch beim Reden mal entspannt in die Augen gucken könnte. Arbeiten unter enormem Zeitdruck. Heute erwartet die Gynäkologin 37 Patientinnen. Theoretisch müssen wir versuchen, die Patientin im 10-Minuten-Takt durch diese Praxis zu schleusen. Dazu noch hohe bürokratische Hürden. Zeitweise fühle ich mich leider, muss ich wirklich sagen, mehr als Geschäftsführerin denn als Ärztin. Dr. Nicole Matern liebt ihren Job und kommt trotzdem ans Limit. Die Frauenarztpraxis von Dr. Nicole Matern in Berlin-Tegel. Kurz nach 8:30 morgens. Die Sprechstunde beginnt. So, geht's Ihnen gut? Geht's an. Die Patientin kommt mit Wechseljahresbeschwerden. Gerade hier wäre ein ausführliches Gespräch wichtig. Aber die Gynäkologin hat nur 10 Minuten Zeit. Okay, also, was können wir tun? Als allererstes können wir Folgendes tun. Wir können uns erstmal den naturheilkundlichen Verfahren widmen. Also erstmal das, womit wir jetzt starten können, ohne dass wir mehr haben. Und wir sind halt in einer Umbruchsphase, wo es eben mal besser und mal schlechter ist. Meine Familie haben fast alle Frauen, also Mutter, Tante und Oma, hatten sehr früh Menopause, haben alle Osteoporose. Das Gespräch allein dauert 12 Minuten. Dabei hat Dr. Matern eigentlich nur 10 Minuten Zeit pro Patientin, inklusive Untersuchung. Alles, was darüber hinausgeht, kann sie nicht abrechnen. Es ist nicht abgebildet, dass ich mich mit meinen Patientinnen über wirklich lebensverändernde Situationen unterhalte, ohne daraus eine psychische Störung machen zu müssen, um dafür sozusagen im System ein Gespräch abrechnen zu dürfen. Das kann einfach nicht sein. Das ist ein Riesengap. Und es gibt so viele Frauen, die von der Menopause betroffen sind. Ja, ist jetzt so. Genau. Wir machen das jetzt trotzdem so. Und deswegen ist unsere Sprechstunde hinten raus auch immer länger. Und meine Kolleginnen vorne, die die Praxis am Laufen halten, haben dann Überstunden gemacht, weil es nicht anders geht, ja. Die Patientin hätte gern noch länger über ihre Beschwerden gesprochen. Aber die Fachärztin wird schon wieder gebraucht. Ich denke, viele Ärzte wollen einem die Zeit widmen, die man braucht, aber man merkt, dass das einfach nicht geht, ne? Und wichtige Themen kommen zu kurz, ja. Seit 6 Jahren führt die 47-Jährige ihre Praxis in Berlin im Ortsteil Tegel. Im Schnitt behandelt sie hier rund 40 Frauen täglich. 9.51 Uhr. Die nächste Patientin ist bereits auf dem Weg ins Untersuchungszimmer. So, meine Kollegin hat mir reingeschrieben, dass wir uns heute mit dem Thema Verhütung noch mal beschäftigen. Die 20-jährige Patientin ist unzufrieden mit der Pille, die sie nimmt. Dr. Matern klärt sie über alternative Verhütungsmethoden auf. Ja, also der Eisprung bleibt. Deswegen würde ich Ihnen an der Stelle immer die hormonbeschichtete Spirale eher empfehlen, weil die Wahrscheinlichkeit, dass Sie darunter eine reduzierte Periodenblutung haben und vielleicht nicht so starke Beschwerden, die Wahrscheinlichkeit ist höher. Ich gebe Ihnen jetzt mal einen Aufklärungsbogen dafür mit und dann gucken Sie mal, lassen Sie das noch mal sacken. Einverstanden? Und wenn Sie schon vorher Ihre Entscheidung treffen, sagen Sie mir Bescheid. Alles klar. Heute ist eine medizinische Fachangestellte krank. Während die Patientinnen im Wartezimmer warten, muss Nicole Matern ihre Kollegin vertreten. Das sorgt für noch mehr Zeitstress. Frau Werner, kommen Sie noch mal zu mir nach vorne. So, dann schauen wir mal schnell nach dem Termin. Also das Rezept ist jetzt auf Ihre Karte hochgeladen. Sie können das in der Apotheke über Ihre Versichertenkarte einfach abholen. Geben Sie dem System vielleicht noch mal 1-2 Stunden Zeit, damit es auch wirklich hochgeladen ist. Funktioniert leider immer noch nicht ganz so schnell. Ja, dann dürfen Sie los. Schönen Tag, ja. Tschüss. Die nächste Patientin ist zur Krebsnachsorge da. Wie geht es Ihnen denn? Mir geht's gut, muss ich ehrlich sagen. Ja? Ich würde Sie mir gerne einmal kurz anschauen. Also einmal oben frei machen, dass ich mir einmal die Brust anschaue. Wann war denn jetzt die letzte Mammographie? Das war im Dezember. Dezember, das heißt, wir sind im Dezember jetzt dann wieder dran? Ja, okay. Die Patientin hatte Brustkrebs. Sie muss engmaschig untersucht werden. Das ist ja wunderbar. Heute ist alles unauffällig. Ich wünsche Ihnen Dankeschön. 11 Minuten dauert die Untersuchung. Wiederschauen. Die Gynäkologin sorgt sich um ihre Krebspatientinnen. Immer mehr muss sie sich dafür einsetzen, dass Kontrolltermine eingehalten werden können.
Also ich habe tatsächlich gerade in der letzten Woche schon wieder zweimal mit Radiologen, also in den Praxen telefonieren müssen, weil die Patienten eigenständig leider keine Termine bekommen haben für wichtige Nachsorgetermine, sprich Mammografietermine. Das ist die aktuelle Situation und leider befürchte ich, dass das in Zukunft nicht besser sein wird. Das eine ist, dass es mich wirklich wütend macht, dass das System an Stellen, wo es wirklich funktionieren muss, es nicht mehr schafft. Das zweite ist, dass es mich eigentlich sehr traurig macht, weil ich auch Sorgen um meine Zukunft, die meiner Familie, um die Zukunft aller Patientinnen in diesem Gesundheitssystem habe, die am Ende, wenn sie den Bedarf wirklich akut haben, wirklich eine Erkrankung haben, dass sie dann nicht zur rechten Zeit, zur rechten Stelle einen Termin bekommen. Und das ist schon sehr beängstigend. 10.30 Uhr. Das Wartezimmer ist voll. Frau Ehlert, kommen Sie. Auch diese Patientin ist zur Vorsorge hier. So, Frau Ehlert, Vorsorge heute. Wie geht's Ihnen? Ja, so ulala. Was macht das Wasserlassen? Ich merkte und dann stehe ich auch sofort gleich auf. Ich habe das geschafft bis zum Korridor. Ich bin schon gerannt und dann lief mir das so runter. Ich konnte nicht mehr aufhalten. Wenn Sie dann zur Toilette gehen, ist es auch immer viel Urin, der da kommt? Ja, manchmal ja, aber manchmal sind das auch bloß ein bisschen. Ja. Ja, so richtig weiter kommen wir da nicht mit der Situation. Ich untersuche Sie mal. Ja. Einmal hinter dem Vorhang. Während die Frau sich bereit macht für die Untersuchung, dokumentiert Dr. Matern alles, was sie mit ihrer Patientin besprochen hat. Häufig erwische ich mich selber dabei, dass ich die ganze Zeit schreibe, weil ich die Zeit retten muss. Aber es ist ja eigentlich sehr so schön, wenn ich der Patientin auch beim Reden mal entspannt in die Augen gucken könnte. Dann ist die Patientin bereit und die Ärztin wird den Fall später nachdokumentieren müssen. Okay, also Ihre Scheide ist sehr, sehr stark gerötet und braucht Schutz. Ja. Also dann auch hier vorne brennt das hier ein bisschen. Ja. Ja, genau. Das machen Sie mal bitte täglich. Morgens, mittags, abends, sobald Sie auf die Toilette gehen, alle schön pflegen. Ja. Damit, ich gucke noch einmal kurz in die Scheide, nicht erschrecken. Damit die Haut mehr Widerstand hat, ja? Ja. Genau. Ansonsten sieht das soweit gut aus. Schreibe Ihnen das gleich mal auf. Das ist ein ganz reines Fettpräparat tatsächlich. Ja. Ich taste. Nicht erschrecken. Druckt so ein bisschen, ne? Das ist gut. So, jetzt versuchen Sie doch nochmal den Beckenboden anzuspannen. Wunderbar, der funktioniert gut. Wieder locker lassen. Hatte ich Sie denn schon mal ans Beckenbodenzentrum schon mal angebunden? Waren Sie doch schon oder noch gar nicht? Okay, das würde ich jetzt aber dann mal tun. Eigentlich ist Dr. Matern noch mit der Patientin beschäftigt. Da klingelt das Telefon. Ja, alles klar, gut. So, jetzt ist gerade eine Patientin gekommen, die eigentlich gestern einen Termin hatte, den aber verpasst hat. Jetzt müssen wir gucken, wie wir sie irgendwie dazwischen schieben, weil es eine schwangere Patientin ist, die eigentlich ans CTG müsste. Ja, da jetzt aber gerade gar keine Ressourcen haben, also müssen wir gleich mal gucken. Aber das kriegen wir schon hin. Passiert Gott sei Dank nicht ganz so oft. So, einmal kurz die Brust abtasten. Ich bin gleich hinter Ihnen. Müssen Sie? Ja, bitte. Auch wenn das Zeitfenster für die Untersuchung längst überschritten ist, das Abtasten ist wichtig. Okay, alles klar. Hier ist alles schick. Sie dürfen sich wieder anziehen. Nach 15 Minuten Untersuchung bekommt die Patientin noch eine Überweisung zum Beckenbodenspezialisten. Eigentlich versucht sie, Arzttermine zu vermeiden. Ich gehe wirklich nur, wenn Not am Mann ist. Ja, dann tun meine Kinder schon, jetzt geh endlich. Ja, also sonst meide ich das schon, weil man keine Termine kriegt und so. Ja, und dann abgekanzelt wird. Ja, also das macht keinen Spaß mehr. Wieder muss die Fachärztin selbst an die Rezeption. Dann haben Sie es geschafft für heute und ich erwarte darauf, dass Sie sich bei mir dann noch mal melden. Ja, ja? Sowieso, ja. Mhm. Gut. Okay. Eine gute Zeit. Ja, danke gleichfalls. Ja, schönen Tag noch. Tschüss. Tschüss. Kurz nach 11 Uhr. Eine Pause hatte die Gynäkologin bisher noch nicht. Kollegin Monique Czernik bringt ihr einen Kaffee. So richtig Pausen, also die ich jetzt mache, nein.
fairerweise. Wir haben natürlich, muss man aufpassen, was man sagt, ne? Weil wir müssen natürlich auch Pausenregelungen einhalten, aber es ist teilweise wirklich schwierig in so einem System. Ja, meistens ist er kalt, wenn ich ihn dann trinke. So, ich würde die nächste Patientin dann schon mit reinnehmen. Dr. Matern verschwindet mit dem Kaffee und der nächsten Patientin im Untersuchungszimmer. Der Blutdruck, nehmen heute noch mal Blut ab. Die medizinische Fachangestellte Silvia misst in der Zwischenzeit schon mal den Blutdruck dieser schwangeren Patientin. Jetzt bei 110 zu 70, ja. Dann nimmt sie ihr Blut ab und die Patientin kann von der Gynäkologin weiter untersucht werden. So, 29 plus 3 heute. Bin ich ja mal gespannt, wie das Kind liegt. Hat sich gedreht, haben Sie was gefühlt, ja? Ja, ordentlich, okay. Gut, Vaginalbeschwerden, irgendwas, was jetzt Sie, erstmal nicht. Dann würde ich vorschlagen, fangen wir einfach erstmal mit dem Ultraschall an. Dürfen Sie sich einmal auf die Liege legen. Bis zur Geburt hat die Patientin noch ein paar Wochen. Liegt ihr Baby trotzdem schon richtig? Aber aktuell ist der Popo unten. Und da ist der Kopf. Ja. Also sie bewegt ganz, ganz viel. Also ist das jetzt wieder eine Momentaufnahme sozusagen, ja? Die Schwangerschaftsvorsorge gehört laut Dr. Matern zu den schönsten Aufgaben in ihrem Job. Ich habe ja auch selber zwei Kinder und weiß genau, wie sich die Patientinnen fühlen, wenn sie da liegen und das so sehen können. Aber in der Schwangerschaft ist die Schwangerschaftsfeststellung mit positiver Herzaktion, wenn so ein kleiner Embryo da zu sehen ist, ist schon wirklich, also weil die Empathie natürlich überschwappt von den Schwangeren, das gehört zu den schönsten Momenten, muss ich wirklich sagen. Also ja, definitiv. Das macht diesen Beruf auch durchaus aus, dass wir auch wirklich nicht nur die schlechten Botschaften überbringen müssen, sondern auch viele schöne Situationen, Momente haben. Circa 13 Minuten dauert diese Untersuchung. Ja, mir auch. Eine gute Zeit, passen Sie auf sich auf. Wegen des Eisenwertes melden wir uns. Ich bin zwar kurz im Urlaub, aber die Praxis ist die ganze Zeit für Sie besetzt. Ja, also wir sorgen ja immer dafür, dass jemand da ist und ansprechbar ist, damit Sie nicht, ne, keine Sorgen machen. Ich bin sehr, sehr gerne. Sehr schön. Gute Zeit. Und passen Sie mit der Hitze schön auf. Ne? Tschüss. Tschüss. Danke. Schwangerschaft, Nachsorge, Inkontinenz, Wechseljahre. Die Fälle sind vielseitig. Genau das liebt die Ärztin so an ihrem Job. Ich liebe es grundsätzlich, sehr eng mit Menschen zusammenzuarbeiten. In meinem Beruf bekomme ich sehr viel Einblicke in das Leben der Menschen, in ihre Sorgen, ihre Bedürfnisse. Ich liebe es, dass ich ein Teil davon sein kann, hier zu unterstützen. Dieses Ganze zusammen, das macht einfach jeden Tag viel Spaß und bringt mich jeden Tag neu in meine Praxis, um diesem Beruf nachzugehen. Der nächste Morgen, kurz nach 8:30. Frau Lorenz, kommen Sie bitte. Sehr hübsches Kleid haben Sie an. Danke. Sehr, sehr schön. Kommen Sie rein. Das Wartezimmer ist voll. 35 Patientinnen erwartet die Gynäkologin heute. So, das sieht danach aus, dass wir heute die Vorsorge machen, Frau Lorenz, richtig? Ja, genau. Sehr gut. Sie dürfen sich entspannt hinter diesem Vorhang zuerst unten frei machen. Sie haben ein bezauberndes Kleid an, das dürfen Sie gerne anbehalten für diesen ersten Moment. Ja. Und danach taste ich natürlich noch die Brust ab. Gut. Es drückt jetzt ein bisschen, weiter. Ja. Und so eine Untersuchung, wie wir sie jetzt gerade vornehmen, die darf natürlich nicht mal eben so zack, zack erfolgen, sondern braucht Geduld, Zeit, Empathie. Denn wie wir alle wissen als Frauen, ist es keine Untersuchung, die wir uns jeden Tag wünschen. Und teilweise ist es sogar so, dass Frauen gar nicht erst zur Vorsorge gehen, weil sie das alles so unangenehm finden oder auch Angst vor den Ergebnissen haben. Jetzt drückt es kurz. Gerade in der Gynäkologie braucht es ein Vertrauensverhältnis zwischen Patientin und Ärztin. Nicole Matern bleibt aber kaum Zeit, eins aufzubauen. Theoretisch müssen wir versuchen, die Patientin im 10-Minuten-Takt durch diese Praxis zu schleusen, was aber in der Realität fast nicht möglich ist. Denn Sie haben wirklich nur eine ganz kurze Frage. Wir haben einen ganz unauffälligen Untersuchungsablauf. Dann ist das durchaus auch mal denkbar. Aber in den meisten Fällen, wenn Sie die Frage stellen, und die stelle ich eigentlich immer, geht es Ihnen gut?
möchten Sie etwas mit mir besprechen? Dann kommt auch in aller Regel eine Antwort darauf. Und die braucht in aller Regel länger als das Zeitfenster, das wir haben. Also ich habe nur zwei Möglichkeiten. Entweder ich stelle diese Fragen oder ich mache es eben nicht mehr. Dann kann ich die Zeit einhalten. Aber so definiere ich mich nicht als Ärztin. Das Zeitfenster von 10 Minuten kann Dr. Matern auch bei dieser Patientin nicht einhalten. Für das Gespräch, die gynäkologische Untersuchung und das Brustabtasten braucht sie ca. 20 Minuten. Danke Ihnen, schönen Tag. Ja. Danke. Tschüss. Die nächste Patientin wartet schon. So, Frau Schmidt, hallo. Die Patientin klagt über akute Beschwerden. Ich glaube, ich kämpfe mit einer Blasenentzündung. Jetzt wollte ich nur wissen. Jetzt gerade? Ja, dann also. Ja, okay. Ob ich jetzt einfach von Ihnen Rezept Nein, kriege oder. Sie gehen jetzt einmal auf die Toilette, dann gucken wir einmal und schicken im Zweifel den Urin ein. Und wenn ich sehe, dass das positiv ist, dann gebe ich Ihnen entsprechend ein Rezept. Erstmal eine ungezielte Therapie und dann können wir aber gucken anhand der Kultur, ob wir richtig liegen. So. Die Patientin muss jetzt Urin abgeben. In der Zwischenzeit kümmert sich die Gynäkologin mal wieder um bürokratische Anliegen. Ein neues Computersystem macht Probleme. Dabei sollte es Entlastung bringen. Ja, also ich kriege jetzt gerade von meiner Mitarbeiterin wertvolle Informationen, damit wir unser neues Praxis-Softwareprogramm besser bedienen kriegen. Also ich vielmehr, weil mein Team ist viel Firma im Umgang mit dem Softwareprogramm als ich. Und ohne solche Zettel würde ich wahrscheinlich das System torpedieren. Also danke. Frau Rimbowski. Die nächste Patientin übernimmt Dr. Czernik. Sie ist bereits Ärztin, bildet sich jetzt aber weiter zur Fachärztin für Gynäkologie. Kleine Erfrischung. So. Gut, na dann fangen wir mal an. So, also als erstes messen wir mal den Kopf aus. So, weiter geht's mit dem Bauch. Der erste Eindruck ist gut. Na, Frau Rimbowski? Da Monique Czernik noch in der Weiterbildung ist, kommt die Fachärztin hinzu. Mach ein bisschen größer. Wunderbar, nochmal ein bisschen ankippen, dass du es zentriert hast. Perfekt, perfekt, perfekt. Dr. Matern ist sehr glücklich darüber, eine Weiterbildungsassistentin in ihrer Praxis zu haben. Es ist tatsächlich überhaupt nicht einfach, an Weiterbildungsassistentinnen ranzukommen. Wenn man sie dann gefunden hat, ist es auch eine Frage der Finanzierung. Denn wie Sie sich sicher vorstellen können, kann eine Praxis selten das Gehalt einer solchen Ärztin wirklich tragen. Immer wieder geht es um Kosten und darum, die Praxis rentabel zu halten. Zeitweise fühle ich mich leider, muss ich wirklich sagen, mehr als Geschäftsführerin denn als Ärztin. Und die Frustration, die darüber hinaus wächst, um ein Mehr an Patienten und Patienten zu betreuen und ein Weniger an Wirtschaftlichkeit zu haben, die ist quasi schier überwältigend aktuell. Die Sprechstunde ist vorbei und damit der Teil des Jobs, für den die 47-Jährige Medizin studiert hat. Was folgt, ist ein zermürbender Nachmittag voller bürokratischer Aufgaben. Gesundheitspolitik und Medizin gehen aktuell nicht mehr Hand in Hand. Also ich könnte es meinen Kindern eigentlich nicht empfehlen, heute überhaupt daran zu denken, Medizin zu studieren. Ich persönlich habe tatsächlich große Ängste davor, dass alleine schon eine Mieterhöhung in diesen Praxisräumen dazu führen könnte, dass ich mich nicht mehr rentabel tragen kann. Wir können uns tatsächlich das Pensum an Patientinnen und Patienten so nicht mehr leisten. Das Personal und die Instandhaltungskosten genauso wie Miete und bürokratischer Aufwand sind einfach überragend hoch geworden und ich denke, dass es mich so da nicht mehr geben wird.